Ich kann beide Seiten verstehen. Ja. Also zum einen die Kinder, die nicht sterben wollen, aber auch der Amokläufer, ja, der hat ja auch eine Motivation. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Tora gibt's noch. Kippa. Kappa. Kuppa. Tunika gibt's noch. Reden wir jetzt über Religion? Orca. Aber müssen wir eigentlich, wenn wir über Leben nach dem Tod reden? Wäre konsequent. Allahu Akbar? Wie wär's, wenn wir uns einfach mal in die Luft sprengen und gucken, was passiert? Als Experiment. Man muss sich ja nicht festlegen. Aber ich sag dann Bescheid. Wer macht zuerst? Ich bin dabei. Ja? Aber du machst bitte vor. Ich brauche immer so ein bisschen jemand, der mir das so vorgibt und auch zeigt, wie das funktioniert. Ja. Wie man so einen Auslöser drückt. Ich habe mir überlegt, die Ewigkeit ist ja relativ lang, ne? Ja, so. Kommt einem ewig vor. 72 Jungfrauen, das sind gar nicht so viele. Das ist ja wenig. Für eine Ewigkeit. Wobei, wenn du ja jede Jungfrau erstmal rumkriegen musst, ewig lang. Oh, ne, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das ist keine Form von Paradies für mich dann. Überhaupt, Jungfrauen sind auch gar nicht so der Hammer. Ich finde, die müssen also schon ein bisschen was auf dem Kerbholz haben. So Jungfrauen, die dann irgendwie schüchtern sind und so, wer hat denn da Bock drauf? Ich muss sagen, wenn man reifer wird und älter wird, ist es echt nicht mehr so interessant, mit Jungfrauen irgendwie zu hantieren. Ich glaube, das ist einfach... Zu hantieren. Naja, wenn die experimentierfreudig sind, ja, da sage ich ja nichts. Aber in der das Regel... Das sind ja Jungfrauen eigentlich nicht. Also, ja. Wir reden ja von Jungfrauen, die noch nie Sex hatten. Ja. Da hat das ja nicht so wirklich Sinn. Und ich will nicht immer so Privates erzählen, aber es gab schon so Situationen, so... Ich will ja nichts sagen, aber ich sag's jetzt mal. Genau. So, wo ich gemerkt habe, ihr sollt doch nicht so jung sein, so wie... Weiß ich nicht. Hä, nicht mal einen Schulranzen vom Bett bumsen? Nee, also ich bin ja schon, dass ich ja auch Grenzen setze. Ja? Es ja? ist ein scheiß Anfang schon wieder hier. Aber, 16? Nee, 18 tatsächlich. Ich bin ach so. Da, natürlich, aber selbst die 18-Jährigen, selbst das ist manchmal echt... Ich habe das gemerkt, also ich habe da auch schon harte Unterschiede gemerkt. Ich hatte da ja mal vielleicht irgendwie... harte Unterschiede. Ja, nee, ich hatte da ja vielleicht mal so eine sehr schöne Liebschaft zwischen Tür und Angel für ein paar Monate und... das ist halt hart. Also ich habe da mal bei einem Schulprojekt bei einem Berufsschule. Hast du sie von der Schule abgeholt, ja? Ich habe da mal bei einem Schulprojekt geholfen und da waren dann halt auch andere Individuen aus dieser Klasse da und da habe ich gemerkt, da ist dann schon ein großer Unterschied. Da war ich dann, das war so ein bisschen puh. Ja, wenn man sagt, sich sagt, okay, jetzt wenn wir hier, da war ich auch noch mal ein paar Jahre jünger, ja. Nicht so viele, aber ein paar. Und ja, dann merkt man halt schon, da gibt's Unterschiede. Man ja. kommt sich auch komisch vor irgendwie. Na, das juckt mich eigentlich ehrlich gesagt nicht. Das war jetzt gar nicht so ein Gedanke, aber es war halt schon dieses viele 18, 19, vielleicht auch 20. Also da sind halt viele dabei, wenn die den Mund aufmachen, da denkst du dir, okay. Vielleicht ist es auch jetzt, vielleicht komme ich auch langsam in das Alter, wo ich dann sage, ey, komm, ihr könnt mir nichts erzählen, labert mich nicht eurer Scheiße vor. Aber es ist halt so. Und sie war halt nicht so. Sie war halt schon so ein bisschen quer, ja, ein bisschen. Sie war 14, verrückt, aber schon voll reif. Ja, nein, war schon volljährig. Aber du hast halt gemerkt, okay, sie ist vielleicht ein bisschen weiter als diese anderen Leute, die da. Also da habe ich echt gedacht, holy shit. Was ist das denn? Das gibt's auch. Also es gibt auch 18-Jährige, 19-Jährige, die relativ weit im Kopf sind und dann merkt man das ja gar nicht so sehr. Aber wie gesagt... Was war's? Die fucking Erfahrung. Die Erfahrung ist der Wohlstand des 21. Jahrhunderts. Ich denke es auch. Es ist die fucking Erfahrung. Es ist halt einfach so. Du hast halt gemerkt, die anderen, die auf ihrem Dorf irgendwie nie aus dem Dorf rauskommen, da ist halt nicht viel. Da ist nicht viel zu holen. Mhm. So. Ja. Das ist auch so eine Illusion, mit Models zu schlafen irgendwie, wenn man... Dann will ich immer mit irgendwelchen Frauen schlafen, die so 90, 60, 90 sind und so. Willst du das? Nee, halt nicht, aber es wollen ja immer so viele. Aber im Endeffekt ist es gar nicht so viel besser als jetzt eine Durchschnittsperson. Also, ich muss sagen, dieses typische, wenn man jetzt denkt an so eine Hallöchen. Hallo, Nummer 3 heute. Tag der offenen Tür. Hi. Wie bitte, willst du auch was sagen? Nee. Nö? Ah, okay. Dann isst deine Möhre und mach einen Kaffee. Ach, hier wird Kaffee gemacht. Wir sollten vielleicht elegantes Thema wechseln, sonst wird es unangenehm. Ja, hallo, nein, willkommen. Worüber haben wir eigentlich gerade geredet? Also zuletzt. Über Models. Ja, genau. Dieses typische Denk mal an eine Instagrammerin oder so. Mhm. Zack, das Bild finde ich nicht gut. Also überhaupt bin ich ja nicht so Fan von krass Schminken und so. Nee, ich auch nicht. Und das Absurdeste ist hier
wie heißt sie nicht, Jenner, die Tochter irgendwas da, ich kenne diesen ganzen Clan nicht auswendig, Kardashian. Hier. Kim. Ekelhaft. Die hatte jetzt auch wieder so einen Cringe-Moment, wurde wie auf Reddit durchgehypt, wie sie auf einer Bühne ist mit der anderen, Kendall oder so. Candlelight-Dinner heißt es, glaube ich. Die haben bei den Grammys, genau, die Grammys waren, da haben sie anmoderiert, ja, unsere Familie weiß, ja, was es bedeutet, Authentizität ist ganz wichtig, irgendwie sowas. Mhm. Und das ganze Publikum hat gelacht, ja, weil die halt überhaupt nicht authentisch sind. Ich glaube, so ungefähr war es. Guckt sie mal selber nach. Und die läuft halt auf die Bühne wie fucking Donald Duck mit dem Bürzel da hinten dran. Ja, das ist so, mit dem riesen Hintern, ne? Uiuiui. Ja, aber generell dieses, was ist ich hier, wie heißen die? Ich kenne die immer alle nicht mal, diese Michaela Schäfer zum Beispiel. Die finde ich überhaupt nicht erotisch. Ekelhaft. Null. Ekelhaft. Die ist ja bei Aaron manchmal gewesen hier, Aaron Troschke. Keine Ahnung. Ist ja quasi ein Kollege von mir. Hm. Und der macht dann immer so Mary, Fuck, Kill und so ein scheiß Spiele mit diesen C-Promis und Starlets und Influencer und bla. Und wach, die glänzt dann so ganz, ich weiß nicht. Dann auch das diese, macht man diese... doch schon mit der Absicht. Ich mache mich jetzt irgendwie attraktiver, oder? Ja, auch diese riesigen, runden Brüste irgendwie, die sie da hat, so aufgepumpt, das macht doch keinen Spaß. Ich muss aber auch sagen... Worüber reden wir heute in diesem Podcast? Nein, ich sag noch... Leben nach dem Tod. Die sieht ja auch schon tot aus irgendwie. Stimmt. Durch das Botox. Ja. Wenn es den Leuten gefällt, wenn sie sich schöner fühlen mit Schminke, mit aufgeblasenen Brüsten... Ja, das ist ja absolut richtig. Dann ist es okay. Aber ich verstehe es nicht ganz, weil eigentlich, du kommst ja auch aus dem Fernsehen, da wird man doch eher abgepudert, damit man nicht so glänzt, oder? Ja, das schon, so. Ja. Und sie macht halt extra, dass sie glänzt. Das verstehe ich nicht. Es sieht halt einfach ja, super doch, aus. Ja, doch, es soll ja erotisch sein, dass man dann so ganz so glänzt und wie so Babyöl irgendwie. Nee, es glänzt halt eher wie ein Luftballon. So. Mhm. Also weil die Oberfläche so gespannt ist. So sieht es eher aus. Aber das war der Cold Opener. Der ging nur 6 Minuten 40. Wir reden heute über das Leben nach dem Tod, liebe Leute. Das Willkommen. Wurde sich gewünscht von Fuck Benny war's. Ich weiß es nicht. Es müsste Benny gewesen sein. Fuck, Alter. Ich schneide hier was anderes. Es ist immer Benny. Benny hat so oft hier schon Hörerwunsch gekauft. Richtig geiler Typ. Vielen Dank dafür. Willkommen beim Brennpunkt Hörerwunsch, der nicht im Radio läuft, wie auch unsere andere Sendung nicht läuft. Unsere reguläre Sendung. Zu viele jüdische Witze hier. Ich denke auch. Nur für YouTube und Soundcloud und Spotify. Auch ihr könnt uns kaufen für 20 Euro. Bei PayPal. Bei PayPal. Eine Stunde euer Thema. Also fast zumindest. Wir machen eigentlich immer über eine Stunde. Wir sind ja stimmt, besonders sogar länger. Spendabel. So ist es. Ja, wir machen Überstunden für euch. Heute machen wir das für Benny. Sweet. Das Leben nach dem Tod. Das wäre das Leben vor dem Tod nicht anstrengend genug. Ja. Gibt es noch ein Frauen, Leben nach dem Tod? Plastikoperation, das ist alles hart. Aber wird es denn besser nach dem Tod? Was ist denn deine persönliche Vorstellung, Robin? Also, was denkst du, was ich habe da so eine Vorstellung von, da ist nichts. Fertig. Ja. Können wir Podcast beenden? Ich sehe es leider ähnlich. Also, was heißt leider? Ich finde es fast beruhigend zu wissen, dass irgendwann mal Schluss ist. Das ist so eine Sache. Vielleicht kann ich damit mal gut einsteigen. Ich habe ja auch mal ein Video gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es hieß. Vielleicht ist es auch immer noch auf meinem alten Kanal. Der heißt heute Robin Nosterafu Vivo. V-E-E-V-O-O. Da sind eigentlich nur noch meine Songs jetzt. Aber kann sein, dass das Video da auch noch ist. Und da habe ich darüber geredet, woher so... Nee, Angst vorm Tod verlieren oder so hieß das, glaube ich. Also, ich kann euch natürlich jetzt nicht die Angst nehmen, dass ihr morgen überfahren werdet oder so. Das kann passieren. Das ist auf jeden Fall nicht so geil. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich habe noch ein bisschen was vor. Ja, die Angst aber zu so sterben ist was anderes als vorm Tod an genau. sich. Genau, diese Gewissheit, dass man irgendwann nicht mehr ist. Ja. Davor haben ja viele Angst. Und auch wenn ich darüber nachdenke, ist auf jeden Fall irgendwie ein komisches Gefühl so. Aber wenn man sich halt einfach das Gegenteil vorstellt, und an dieser Stelle kann ich schon meine erste Empfehlung aussprechen, Mono für alle, Vision der Unsterblichkeit. Und pass auf, am Ende dieses Podcasts spiele ich den Song einfach ein. Hm. So, weil die sind auch cool, die scheißen drauf, GEMA und so sind die, glaube ich, auch alle nicht. Die machen Elektropunk, richtig geil. Ja, Vision der Unsterblichkeit, im Grunde sagt er nur, ich habe eine Vision, ich lasse mich einfrieren und wenn dann die Wissenschaft soweit ist, dann lasse ich mich wieder auftauen und dann kriege ich alles an mich rangebaut, dass ich überlebe und dann überlebe ich, wie die Erde explodiert und wie die Sonne ihre Energie verliert und so und schwebt dann durchs Weltall und so. Und die Vorstellung, also erstmal irgendwie der Gedanke, früher oder später, nihilistischer Ansatz, ne, aber... Früher oder später ist halt eh irgendwie vorbei. Hm. Ob es jetzt nun in 100 Jahren durch Klimakrise ist oder ob es in
weiß ich nicht, 3000 Jahren ist durch irgendeinen Meteorit, der uns trifft oder was weiß ich, oder ob es in einer Trilliarde Jahre ist, weil dann das Universum verglüht oder so. Irgendwann ist wahrscheinlich Feierabend. So. Und mit dem Gedanken einfach, weiß ich nicht. Das ist halt so der Ansatz, der einem. Ja, manche wollen halt die Möglichkeit, festhalten. Also für manche ist das dann, oh fucking super scary, was ich hier gerade höre. Aber für andere ist es halt wiederum befreiend, weil dann kann man, dann hat halt nichts quasi Sinn, was man tut, weil es eh irgendwann nicht mehr ist. Also ich kann natürlich heute ein Haus bauen, aber in 200 Jahren spätestens ist das eh kaputt. Warum sollte ich dieses Haus bauen? Aber dadurch, dass das bei allem so ist, kann man halt sagen, okay, dann ist es völlig egal, was ich mache. Dann das, was ich tue, gibt meiner Existenz Sinn. So, und nicht irgendwas Übergeordnetes, wofür ich irgendeinen Pfarrer brauche, der mich nebenbei vergewaltigt, um mir zu sagen, was in meinem Leben wichtig ist. Genau, es kann ja auch vorübergehend etwas Schönes sein, etwas Schönes zu schaffen. Also nichts ist für die Ewigkeit. Und nichts ist, wie es war. Nur für Jungs aus Frankfurt sind schon lange, lange da. Die Welt hat uns verlangt, sie hat nichts Besseres verdient. Habt ihr noch nicht erkannt? Ist das der Kevin? Warum es böse Onkels gibt? Auch die sind zum Glück nicht für die Ewigkeit. Das stimmt nicht, der Text sagt was anderes. Man darf halt nicht festhalten, finde ich, an dem Ganzen. Weil wie du auch sagst, früher oder später, auch wenn du dich jetzt einfrieren lässt und ein Mittel erfunden wird, dass du ewig lebst, das würde es erstens, glaube ich, niemals geben, sowas. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und zweitens, was willst denn du machen, ewig? Ja, und genau, und wenn du diesen Gedanken halt einfach weiterspinnst, ich empfehle den Song einfach nur, weil er dieses Gefühl irgendwie so gut vermittelt, dieses Gedanke, wie absurd das eigentlich wäre, das alles mitzuerleben. Und wenn ich mir jetzt schon überlege, ich bin nicht mal 30 oder so, ja, und jetzt geht mir so vieles schon auf den Sack, weil du es einfach immer wieder siehst. Irgendwelche dummen Leute, die irgendwie, was weiß ich, eine Kreta bashen oder so. Oder einfach Flacherdler und hier Impfgegner und so. Alles ist einfach, wo du immer wieder siehst, auch so dumme Menschen. Wenn ich mir vorstelle, das müsste ich irgendwie 10.000, 100.000 Jahre lang ertragen, diese Dummheit, ja. Dann das denkt man sich doch, ist doch eigentlich gut, wenn auch irgendwann mal Feierabend ist. Er gibt nicht auch diese Vergänglichkeit, den Sinn des Ganzen, genau. Und auch den Wert irgendwie. Wenn du jetzt Millionen Jahre leben würdest, könntest du ja sagen, ich mache das mal in 1000 Jahren, dass ich mal einen Flug mache nach Indonesien und dass ich, weiß ich nicht, eine Band gründe, keine Ahnung. Aber so hast du halt eine begrenzte Zeit und die musst du halt füllen irgendwie und da versuchen, alles zu erleben. Und ich finde das völlig in Ordnung. Und wenn ich mir vorstelle, Alter, ich lebe ewig, das macht mir irgendwie Angst. Und auch dieser Gedanke, irgendwie in den Himmel zu kommen, wo irgendein Gott da irgendwie sitzt, das macht für mich keinen Sinn. Letztendlich. Ja, erstmal will ich denn da keinen auch? Sinn. Und zweitens mal, ja, also klar, ist schön, aber ich wenn du da echt den ganzen Tag auch nur rumchillst, ich weiß nicht, ob das so geil ist. Klar, es ist ja immer, viele Leute wenden sich ja jetzt an Religion, weil sie irgendwie Verwandte verloren haben oder so und sie dann die Hoffnung haben, die da wiederzusehen. Das kann ich halt nachvollziehen. Aber im Endeffekt, ja, vielleicht bin ich da auch so abgestumpft, dass ich sage, muss nicht unbedingt, also klingt vielleicht hart, aber. Der Baldrian für die Seele, sagt man ja ganz gern zu Religionen, dass man halt glaubt, um den Gedanken des Todes irgendwie wegzuwischen, in der Hoffnung, man trifft alle wieder und man stirbt gar nicht wirklich. Wobei dieser auch das sehr konträr ist, dass ja dann doch auch Zeugen Jehovas oder Katholiken, was auch, wer auch immer, trotzdem auch zum Arzt gehen und sich behandeln lassen. Wenn es aber Gottes Weg ist, dass du jetzt Krebs kriegst, warum gehst du dann zur Therapie, zur Chemotherapie? Trottel. Das ist alles sehr widersprüchlich. Und ich habe auch mal schon sehr oft mit Zeugen Jehovas gesprochen, so einfach aus Spaß, um zu gucken, wie die so denken. Die gehen ja auch nicht wählen übrigens, die ordnen sich allen Regierungen unter, die es gibt, sagen sie. Auch sehr spannend. Und da habe ich auch gesagt, ja, aber was ist denn da im Himmel, wenn ich, weiß nicht, wenn mir langweilig ist oder wenn ich mal wütend bin, was kann ich denn da machen? Da haben die gesagt, im Himmel, im Paradies gibt es keine schlechten Dinge. Das ist alles immer schön. Okay. Das klang grausam. Wenn alles immer schön ist, dann kann es gar nicht schön sein. Du brauchst ja irgendeinen Vergleich, um etwas Schönes als schön wahrzunehmen. Das geht ja überhaupt nicht. Sie haben ja Argumente und sagen dann ja auch, du hast dann im Himmel einfach keinen Verlangen nach schlechten Dingen. Da ist einfach alles schön. Und ich habe auch hier kein Verlangen nach schlechten Dingen, aber ich weiß, dass es die gibt. Ja, du brauchst auch diesen Ausgleich. Schönes Wetter, Yin und Yang. Schönes Wetter dadurch, dass es schlechtes Wetter gibt. Aber du kannst ja auch nur ein Essen genießen, wenn du Hunger hast, so zum Beispiel. Du musst ja auch Sachen negativ mal bewerten, bis du merkst, wie geil andere Dinge sind, und um das wieder aufzufüllen quasi. Und da sagen sie halt, oder haben sie das letzte Mal gesagt, dass man das nicht so empfindet. Man empfindet nur Gutes im Paradies. Und das macht halt für uns Menschen irgendwie keinen Sinn. So. Aber dann sagen sie auch wieder, dass es keinen Sinn ergeben muss.
weil Gott einen anderen Plan hat und dass wir uns das gar nicht vorstellen können, was ein Paradies ist. Und das kann man auch nicht erklären. Das wissen sie auch nicht so 100%. Ist mir gerade eingefallen, negativ von diesem nicht sehr langlebig sein ist natürlich, dass die alten weißen Männer, die gerne Feindbild sind, aber also ich sage mal einfach, die alte Generation, die sorgt ja gerade schon ein bisschen dafür, dass der Planet gefickt wird. Und würden die noch 1000 Jahre leben, würden die das vielleicht anders handhaben. Dass sie noch länger Blödsinn machen? Wenn es halt heißt, in 50 bis 100 Jahren ist hier Sense, wenn es so weitergeht. Ach so. Da werden die halt sagen, okay, ich will aber jetzt noch 1000 Jahre Minderjährige bumsen und das ist auch so ein Widerspruch auf der, nicht Widerspruch, aber auf der einen Seite sagt man ja, die sind erfahren, die alten Herrschaften, und die sollen ja auch durchaus Einfluss nehmen auf die Politik und auf die Dinge, die man tut, auf die Gesellschaft. Auf der anderen Seite stimmt es auch, dass man sagen muss, dass die älteren Herrschaften davon nicht mehr viel haben. Ich glaube einfach, ich glaube, dass tatsächlich das wortwörtlich veraltet ist, weil es hat sich, glaube ich, in der Zeit der Menschheit hat sich noch nie so schnell alles verändert wie heutzutage. Mhm. Und deswegen ist es einfach damals, wenn über 200 Jahre im Grunde gesellschaftlich sich nichts verändert, stimmt das schon, dass die alten Menschen eigentlich die klügsten sind. Aber in der Zeit, wo sich, guck mal, in den letzten 5 Jahren, was da alles passiert ist, so. Stimmt, die Technik. Da haben die nichts mehr zu melden, weil die kommen einfach nicht hinterher. Stimmt, halt früher waren die Entwicklungen sehr langsam und so konnten die Alten dann mitschwimmen, was heute nicht mehr geht tatsächlich. Seit der industriellen Revolution, würde ich sagen, werden alte Menschen immer unwichtiger, deswegen... Direkt ins Gulag. Die Partei hat ja auch nicht umsonst gefordert, dass man nicht nur die ersten 18 Jahre nicht wählen darf, auch die letzten 18 Jahre. Das finde ich durchaus sinnvoll. Ja. Und da wird dann auch, sagen wir irgendwie, ab 80 wird dann auch spätestens Strick. Weil man muss ja, wenn es dann plötzlich 19 Jahre sind, die man nicht wählen darf. Ich kann ja einfach wegsperren, die alten Leute. Ja, okay. Sollen sie da noch irgendwie dahin vegetieren und Uno spielen und Bowling machen mit ihren Füßen. Um nochmal auf mein Video zurückzukommen, da sage ich nämlich auch, dass viele, also das ist meine tiefste Überzeugung, dass viele Probleme des Menschen daher kommen, dass er sich selbst viel zu wichtig nimmt. Und das ist nämlich so ein Punkt. Wir sind wie eine Person. Ich sehe das echt ganz genauso. Wenn ich so nachts manchmal wach liege und nicht schlafen kann, denke ich an genau sowas. Wir nehmen uns zu wichtig, deswegen konstruieren wir uns so eine Religion, so ein Gebilde, dass wir ja noch weiterleben müssen. Aber so eine Ameise, die auf dem Boden ist, der hat ja auch keine Religion und die will auch nicht in den Himmel aufsteigen. Glaube ich nicht. Und vielleicht ist die AfD-Wählerin die Ameise. Dann ist sie auf jeden Fall noch mal weniger wert. Gott, ja, aber wir denken ja auch nicht, wenn wir eine Ameise zertreten, oh, die Arme kommen jetzt in den Himmel, und wir nehmen die auch nicht wichtig. Und wir nehmen ja auch Katzen nicht wichtig und so. Die Tiere, die sterben halt irgendwann. Die sind halt Gegenstände, auch laut Gesetz teilweise immer noch. Warum sind wir ausgerechnet, nur weil wir halt reflektieren können irgendwie, wichtiger als der Rest? Also in allen Bereichen schaffe ich das jetzt auch noch nicht, aber ich habe es wirklich in den letzten Jahren so gut hingekriegt, dass wir so Sachen so wirklich fuck egal sind, die ich nicht ändern kann. So richtig der stoische Ansatz hatte ich heute erst wieder. Ich habe Durchzug gemacht, weil die Wohnung wieder gestunken hat und überall sind die Fliegen rumgeflogen, und ich dachte, wenn Besichtigung ist, sollte das vielleicht nicht sein. War alleine zu Hause, musste alleine schrubben, danke dafür Franz und Lilo, und hatte Durchzug. Und wir haben so eine Glaskonstruktion auf dem Bad stehen und so Gläser davor, wo man halt so irgendwie Kerzen reinmachen kann. So, und ich stehe halt im Wohnzimmer, mache gerade irgendwie sauber. Auf einmal höre ich einen übelst gläsernen Schlag und wusste, okay, ist halt jetzt kaputt gegangen. Aber weiß ich nicht, vor 10 Jahren hätte ich auch, ach du Scheiße, so, weißt du. Ja. Aber im Endeffekt, was bringt dir das so? Was bringt die Aufregung? Genau. Und genau in diesem Kontext, wenn dir jemand drauf fährt mit dem Auto, ist ja immer ganz schlimm, ja? Steigt man immer aus und schreit alle zusammen und prügelt und so, hilft ja alles nichts. So. Und wenn man irgendwann das im gesamten Kontext beachtet, dass wir auf so einer kleinen Murmel sind, die im Weltall rumfliegt, ist dieses kaputte Auto vielleicht gerade gar nicht so wichtig. So eine gewisse Gelassenheit würde vielen Menschen sehr gut tun, tatsächlich. Ja. Und ich hätte auch meinen Kollegen, mit dem wir letztens im Uhrenwerk waren, mit dem ich auch arbeite. Höcke? Genau der. Ja. Und wir sind da auch sehr verschiedene Ansichten tatsächlich. Also wir haben auch oft Streitpunkte, und dass er mir vorwirft, ich würde ja bei allem immer so ruhig bleiben. Man kann mit mir nicht streiten und mir wäre immer alles egal. Okay. Aber das stimmt ja auch nicht. Mir ist es ja nicht egal. Aber ich weiß nur, wenn ich mich jetzt aufrege und rumschreie, das ändert nichts. Ich will halt rational
versuchen, das Problem zu lösen, aber ich... Ja, also das sind ja nochmal Sachen, das ist ja anders. Also ich finde es zum Beispiel gut, wenn eine Greta Thunberg zeigt, dass sie emotional involviert ist, weil sie will ja was erreichen. Also mir ging es jetzt erstmal um Sachen, die man nicht verändern kann. Ich kann nicht mit meinem Geschrei machen, dass dieses Glas wieder ganz ist oder dass das Auto wieder ganz ist. Aber wenn ich natürlich irgendwie durch Geschrei verändern kann, dass hier die Welt voller Plastik ist oder so, dann finde ich das ja akzeptabel. So. Ja. So, das sind ja ein bisschen verschiedene Sachen. Ich rede jetzt auch von Sachen, die kaputt gehen oder die nicht funktioniert haben, so wo sich mein Kollege dann mal aufgeregt hat, irgendwie, ja, so eine Scheiße und das nicht funktioniert. Dann sitze ich aber währenddessen schon da und überlege mir eine Alternative so irgendwie und nehme das irgendwie an, ärgere mich vielleicht auch irgendwie so in meinem Kopf und sage, ja, ist irgendwie dumm gelaufen, aber ich denke dann weiter irgendwie. Und das ist wichtig und ich glaube, das ist der richtige Ansatz, dass man aufgrund dessen, dass das deswegen passiert, wenn man sich nicht so wichtig nimmt. Weil mein Problem gerade, dass wir ein Auto nicht bekommen haben zum Beispiel, was wir eigentlich ausgeliehen bekommen sollten, ist jetzt in der Situation ärgerlich, aber vom Mond aus betrachtet, dass wir irgendwie eine Klimakatastrophe haben, dass Menschen vor Krieg flüchten müssen, dass andere hungern, ist es eben gar nichts letztendlich. Und genauso ist es dann auch bei der Frage, habe ich jetzt Angst, dass ich irgendwann mal sterbe mit, sagen wir jetzt mal 80 oder so, wenn man sich selbst nicht so wichtig nimmt. Und da war mein Beispiel in diesem Video damals, weil da bin ich auch draußen einfach gerade rumgelaufen und so. Wenn man halt wirklich da mal sich fucking in die Nacht stellt und hochguckt und die ganzen Sterne sieht und so, da wird man halt selbst so fucking klein, dass alles irgendwie an Wert verliert, finde ich. Und alleine... Das ist auch so, das ist erstmal so ein leichtes creepy Gefühl, wenn man immer so Wissenschaftsvideos über das Weltall und so hört oder sieht, dass sich das Universum ausdehnt, dass man quasi, also das ist, ich weiß nicht, ich bin natürlich kein Experte, aber für mich klingt das, als würde es, je mehr Zeit vergeht, immer unwahrscheinlicher, dass wir auf andere Planeten kommen, mehr oder weniger, oder andere Galaxien so, weil es dehnt sich halt immer weiter aus, die Entfernung wird immer größer. Aber wir werden ja nicht immer schneller mit unseren Raumschiffen oder so. Nee. Also aktuell nicht. Und dass wir im Endeffekt irgendwann in unserem Sonnensystem ganz alleine hier rumhocken, wenn wir da überhaupt noch leben. Und auch das ist ein mögliches Szenario. Ja, und unter dem Aspekt betrachtet, weiß ich nicht, da will man doch keine Ewigkeit verbringen. So. Ja, ich sehe es auch so, was willst du halt machen und die ganze Zeit? Und das andere, was ich mir auch noch überlegt habe, sorry, dass ich dich unterbreche, aber das passt gerade so gut, wenn man zum Beispiel, ich habe zum Beispiel, es gibt verschiedene Open-World-Spiele, es gibt GTA San Andreas, das macht man an, es macht immer Spaß. Ja. Aber es gibt auch zum Beispiel so Spiele wie Far Cry 3. Da hatte ich das, sobald die Story durch war, habe ich es instant ausgemacht, weil diese Welt auf einmal so eine richtig harte Leere hatte für mich, weil ich hatte alles gesehen so. Und für mich ist zum Beispiel die Erde an sich auch erst so attraktiv, weil es unmöglich ist, alles zu sehen in seiner Lebenszeit so. Wenn du es schaffen würdest, alles auf der Erde gesehen zu haben, ich glaube, das wäre so ein richtig ekelhaftes Gefühl, dass du dann dich so richtig verloren fühlst. So, wo soll ich jetzt hingehen? Eine erschlagene Freiheit. Du kannst so viel tun. Nee, du hast alles gesehen. Du hast wirklich jeden Zipfel der Welt gesehen, weil du halt 10.000 Jahre lebst so. Du hast alles gesehen. Stell dir das mal vor, das ist für mich so richtig ekelhaft. Du hast alles gemacht, du hast jeden gefickt. Ja. Das sehe ich halt ganz genauso und ich finde, der Reiz macht es erst aus, dass man halt nur einen begrenzten Zeitraum hat, den man auch nicht kennt. Und dadurch kriegt er jede Minute seine Wichtigkeit sozusagen. Weil man auch nicht weiß, wann man abtritt, ob man mit 20 stirbt oder halt erst mit 120. Das weiß man halt vorher nicht. Würdest du das wissen wollen? Nee. Und Todesursache? Naja, das ist, ich mache mir darüber keine Gedanken, weil ich weiß, dass es erstens nicht möglich ist. Und zweitens, aber man kann doch jetzt doch hier unterhaltsame Sendung, wir wollen doch mal hier ein kleines Gedankenspiel zulassen. Nee, es geht noch weiter, auch wenn ich es wüsste, würde es ja nicht mehr eintreten können. Wenn ich jetzt wüsste, ich habe einen Autounfall, dann fährst du nie wieder Auto. Oder seltener zumindest. Wirst du auf der Straße überfahren, ist auch ein Autounfall. Wenn das heißt, ich ersticke an der Krete oder keine Ahnung, ich esse kein Fisch, aber... Hast du nie Final Destination gesehen? Nein. Der Tod findet seinen Weg. Ja. Wie Death Note. Ja, so ungefähr. Nein, also auf die Frage hin, ich möchte es echt nicht wissen. Ich finde es halt spannend, dass ich das alles entscheiden kann und dass das so offen ist. Ich könnte sterben bei einem Flugzeugabsturz, wie ein Bekannter von mir vor einem Jahr. So sad, auch noch sehr jung. Oder ich kann halt mit 120 irgendwie noch im Bett liegen und... zocken. Nichts mehr wissen. Endlich mal die ganze Unterhaltungsmedienbranche da durchgehen. Alles, was du verpasst hast, weil du von nichts eine Ahnung hast, was Videospiele angeht. Richtig, Junge. Richtig.
El Camino, Breaking Bad. Aber es gab doch auch schon so Fälle, wo Leute so Gläserrücken gemacht haben, dieses Pseudo-Voraussagen mit Geistern. Und dann haben die dann auch gefragt, wann sterbe ich eigentlich? Dann gab es halt ein Datum irgendwie, 3. Juni 2012. Dann haben die sich so verrückt gemacht, waren so wuschig, dass sie echt gestorben sind an dem Tag, dass sie vom Bus gelaufen sind, weil sie unaufmerksam waren. Na. Diese Fälle gab es. Na, da war bestimmt Geist Wurstmann dabei. hatte die Finger im Spiel. X-Faktor. Glaubst du an Gespenster und so ein Shit? Ein bisschen, manchmal. In gewissen Situationen glaube ich an Gespenster, also so an Geister irgendwie. Aber eigentlich, also wenn ich jetzt hier sitze, nicht. Aber manchmal, wenn ich vor der Öffentlichkeit sitze, nicht. Dann aber ist, alleine ist es mir peinlich. Aber so abends im Bett manchmal so. Ich hatte als Kind... Aber das würde ja bedeuten, dass du an Leben nach dem Tod glaubst. Wenn du an Gespenster glaubst. Das ist eben das Schwierige. Ich habe als Kind, ich bin mir bis heute sicher, ich habe einen Geist gesehen. Ich erzähle es ganz kurz. Ich war 10 Jahre und, oder kann auch 9 gewesen sein, keine Ahnung. Jedenfalls... Wenn du das schon mal nicht mehr weißt. Ja, schlecht. Ich lag halt immer im Bett irgendwie und nachts, dann habe ich halt so einen Schein vorbeifliegen sehen an meinem zuen Auge. Ich mache die Augen auf und da stand eine Frau vor mir, die an einer Wand gelehnt hat, so eine weiße Gestalt. Ich habe auch ihre Augen gesehen. Und bei uns, pass auf, bei uns auf dem Dorf gab es, oh, da Susi, bei uns gab es immer so ein Gerücht oder eine Sage im Dorf, dass es eine weiße Frau gibt, die nachts immer so in die Häuser reingeht und Kinder beobachtet. Du und erklärst so. Es dir doch gerade schon selber. Du bist ein fucking dummer 10-jähriger Junge, du hast diese Story. Ich habe nicht dran geglaubt, ich habe immer alle ausgelacht dafür. Trotzdem ist das und in deinem Unterbewusstsein drin. Dann bin ich aufgeschreckt, mach das Licht an irgendwie neben meinem Bett, mach's wieder aus und der Schein war weg. Ja. Und ein paar Tage später habe ich nachts bewusst, also öfter geguckt, da war nichts. Da gucke ich aus meinem Fenster raus und da habe ich an der Burg, die konnte ich von meinem Haus aus, oder Schloss, von meinem Haus aus sehen, so einen lang weißen Laken gesehen. So, der so reingeflogen ist, so ganz komisch. Ja, hat halt jemand Frau Holle gespielt, die Wäsche ausgeklopft. Nachts am Schloss? Ja. Ich glaube nicht. Tino, ich bin ein 100%iger Skeptiker. Ihr könnt gerne alles mit mir machen. Vielleicht liegt es daran, dass meine Geschwister mir X-Faktor, nee, ich weiß es nicht, X-Faktor. Nein, das nicht X-Faktor. X-Files meine ich. Ach so. Akte X. Hm. Akte X, Schweigen der Lämmer. Ich habe den ganzen Shit irgendwie mit 5, 6 Jahren geguckt. Mich holt nichts in dem Ofen vor. Ich habe einfach kein Horrorempfinden. Das finde ich sehr schade bei Videospielen auch und so, dass ich das einfach nicht nachempfinden kann. Ich habe einfach, was das angeht, keine Angst. Ich habe Angst, wenn irgendein Typ mit einer Pistole vor mir steht. Das ist schon 2-mal passiert. Aber ich habe keine Angst vor irgendwelchen übernatürlichen Sachen. So. Aber, also nein, Dino. Ich finde all das, ich bin gerne offen. Ich finde es auch albern. Ich finde es ganz spannend, ich bin sehr gerne offen. Bucht mich für irgendeine Sendung, bringt mich in irgendein altes, verlassenes Gemäuer, ist mir scheißegal, macht was ihr wollt mit mir. Machen wir das mal. Was denn? Wir zwei gehen mal nachts in irgendeine alte Klinik oder keine Ahnung und pennen da mal. Ja. Zum Beispiel. Von mir aus. Es wird halt kalt wahrscheinlich. Ich habe auch als Kind Horrorfilme gesehen heimlich nachts, ja, so Gremlins und so. Gremlins, trotzdem, übelst der harte Horror. Klar, das ist ein Horror für mich als Kind. Ja. Und trotzdem habe ich so ein bisschen, kann ich mich begeistern für sowas. Ich liebe ja auch diese Symbolik und diese Ästhetik, ja, so Undertaker bei Wrestling fand ich immer am geilsten, weil er halt so düster war. Ja, das sagt ja keiner, das finde ich ja auch gut, da sagt keiner was. Und so, und ich hatte auch wegen dem Undertaker Angst, in den Spiegel zu gucken lange Zeit, weil es gab so ein Bloody Mary. Ja, so ein, was war das denn? So ein Film, wo er seinem Gegner aufgelauert ist, auch zu Hause. Okay. Warum auch immer ein Kamerateam bei ihm zu Hause war, keine Ahnung. Jedenfalls filmt er irgendwie ins Badezimmer an den Spiegel. Hallo. Und der Undertaker steht halt so hinter ihm im Spiegel. Gruselig. Oh nein. Hat er sich so rumgedreht, da war halt der Undertaker verschwunden. So. Das fand ich halt so gruselig, dass ich echt Angst hatte. Ich glaube, wenn der heutzutage plötzlich rumstehen würde, das fände ich gruselig. Wie alt ist er mittlerweile? 70 oder so? Nein, wird sich der Undertaker hinter dir Ende steht? 50. Doch, das funktioniert schon, da ist nur kein Ausschlag. Ist aber alles frei hier. Ja. Hier kommen und gehen Leute, alles gut. Ja. Unser Techniker. Der Undertaker, der ist doch mittlerweile 70, oder? Nein, der ist Mitte, Ende 50. Echt? Mhm. Und er kämpft noch. Okay. Tatsächlich, aber sehr schlecht. Erst rein. Dazu hab ich dir gezeigt, so ein ganz furchtbares Wrestling-Match gemacht mit Goldberg irgendwie. Ach, das war der Undertaker. Genau. Ich dachte, das war jemand anders. Nee, der so
zu Tode alles gebotscht hat und die haben sich fast getötet, die beiden, weil die beide alt sind und nichts mehr können. Zum Thema Tod, jedenfalls, er ist auch der Sensenmann, das passt ja auch. Ich bin völlig raus. Nee, Undertaker ist doch der... Der Sensenmann. Nee, nicht der Sensenmann, das ist der Friedhofsarbeiter, der dich eintrebt. Ja, übersetzt, aber er wurde auch immer genannt, der Sensenmann wurde auch immer genannt. Hier kommt der Sensenmann, der WWE. Okay. Wahnsinn, sind wir jetzt wieder allein, oder? Ja, nee, also... Mann, wie hier alle ein- und ausgehen. Zum Thema ich spring gleich aus dem Fenster. Ja, es ist sehr tief hier. Zum Thema Geister, jetzt gerade finde ich es auch eher albern. Okay. Aber es gibt Momente, wo ich mir denke, das wäre schon creepy, wenn jetzt auf einmal so eine weiße Hand hier kommt. Ja, wäre es, aber passiert ja nicht. Das ist ja der Punkt. Ich bin, also da bin ich hundertprozentiger Skeptiker. Da bin ich einfach völlig raus. Deswegen funktionieren solche Filme für mich auch nicht. Mhm. Also wenn Horrorfilme für mich halbwegs funktionieren, dann sind es immer so Psychosachen, weißt du? Also, dass irgendwie jemand schizophren ist und das nicht rafft oder solche Sachen. Das finde ich immer ganz nett, weil das ist halt real so. Aber alles andere ist einfach dadurch erklärbar, dass der Mensch einfach ein blödes Stück Scheiße ist. Du hast ja auch so viele Erinnerungen, die du dir einredest, wo du sagst, oh ja, das war doch so. Und im Endeffekt war es gar nicht so. Einfach nur, weil es immer wieder wiederholt wurde. Mandela-Effekt, all diese Sachen gibt's ja. Aber nein. Wärst du gerne ein Geist? Nein, also was heißt das, ein Geist zu sein? Das ist ja noch beschissener. Ja, du bist da hast du ein Leben nach dem Tod und kannst mit nichts interagieren. Aber du kannst ja alles sehen. Ja, dumm. Geil. Ja. Kann ich dann irgendwie Leute mir angucken und denke, oh ja, scheiße, die haben gerade Spaß und ich wusel hier rum. Nee, das ist dumm. Nee, es ist nur aus einer menschlichen Sichtweise spannend, glaube ich, andere zu beobachten. Ja, wie bei Mario Kart. Wenn du tot bist, kannst du noch so ein paar Minuten als Geist rumfliegen und dann geht's aber auch langsam vorbei. Ich denke auch, ja. Das ist aber ewig da. Ewig macht keinen Sinn. Also ich glaube auch nicht, dass man zum Geist wird, wenn man tot ist. Das finde ich auch eher albern. Ja. Tatsächlich. Ach nee, also da bin ich echt so raus bei diesen ganzen, nicht Mythbusters, das war ja wieder was anderes, aber es gibt ja auch diese Leute, die so Geisterjäger offiziell sind und so in alte Gemäuer gehen und so. Ja, alles da gibt es dann Wind und da quietschen dann die Fenster und das ist alles ganz doll gruselig. Also ich sag mal so, ich weiß nicht, ob mir 100% gemütlich wäre bei dem Gedanken in so einem alten Ding, weil da würde ich dann eher denken, ihr ist irgendein ranziger AIDS-Penner, der in der Ecke irgendwie hinscheißt und mich dann absticht und aufisst in der Nacht. Als dass ich jetzt denke, okay, hier kommt irgendwie ein Flattergespenst. Aber von mir aus, wir können überall mal ins Kalte, ins Dunkle. Ich bin offen dafür. Ich scheiß mir da nicht so ein. Was ist also ich wünschte, ich würde es tatsächlich, weil mir fehlt einfach da so ein bisschen Spektrum von der Emotion. Ein bisschen Hirn fehlt dir da einfach. Ich kann schon nicht riechen, weißt du, da will ich wenigstens ein bisschen mich gruseln. Aber nein. Das also bei Filmen gar nicht. Vielleicht so ein bisschen. Vielleicht, ja. Der Riechsinn und die Angst. Bei Filmen ist es halt gar nicht, bei Videospielen, aber eigentlich ist es da auch nicht das. Ich habe halt, dass ich bei Metal Gear Solid 3 zum Beispiel, wenn man das auf sehr schwer spielt, ist das Spiel sofort vorbei, wenn du entdeckt wirst. Und vielleicht kennst du ja zumindest das, die Gegner kriegen dann immer so ein Ausrufezeichen über dem Kopf und es geht so, ja, so und von diesem Geräusch kriegst du dann richtig Schiss. Aber ja, halt weil nicht du erschreckt Angst, wirst. Angst, ja, klar. Ja. So, aber du spielst halt und es passiert nicht, aber du denkst, okay, fuck, jetzt sehen sie mich gleich. Ja, nein! So, und dann, das ist aber nicht, dass du wirklich jetzt Angst hast, sondern es ist so, es ist eher Spannung, würde ich sagen. Weil es auch plötzlich kommt, so ganz schnell. Was ist denn deine Lieblingsreligion? Sag mal, wenn du dir aussuchen könntest, welche Religion Recht hat, wenn du der Gottesrichter wärst. Also, soweit ich weiß, sind die Buddhisten die coolsten von den Größeren. Warum? Weil die alle in Ruhe lassen, soweit ich weiß. Aber die Buddhisten nach dem Tod, meine ich jetzt. Weil was da passiert? Ja. Bei den Buddhisten wirst du wiedergeboren, wenn ich mich nicht irre. So. Findest du das von gut? Von dir aus. Weil das, also im Endeffekt ist das die Lösung, die beides vereint. Weil du wirst wiedergeboren, hast aber keine Erinnerung an dein vergangenes Leben, sodass du nicht darunter leidest, dass du jetzt ewig schon am Rumvegetieren bist. Aber lebst halt wieder so. Aber im Grunde ist es völlig egal, weil du merkst es ja nicht. Also das wirkt fast logisch irgendwie, also dass man auch so reinkarniert wird irgendwie. Das ist ja aber auch an so ein Seele-Ding glaube ich nicht wirklich. So, die Seele, die muss ja irgendwo hingehen. Angeblich wiegt die Seele ja was. Ja, weil sie tote Menschen irgendwie gewogen haben und die verglichen haben mit dem Lebendgewicht. Und dann haben irgendwie 11 Gramm gefehlt oder so. Was aber auch andere Gründe haben kann, keine Ahnung. Da ist halt, wenn du stirbst, wenn du stirbst, lassen halt alleine Schließmuskeln und so nach. Da geht halt ein bisschen Dünnes raus. 21 Gramm ist fucking nichts, Alter.
Ja, ich bin ein großer Skeptiker. Wem das nicht passt, ist vielleicht ein bisschen schade für euch, aber nun. Das macht ja, glaube ich, gar nichts. Ich glaube, wichtig ist, dass man ja tolerant bleibt und dass man halt sagt, dann glaub doch hier deinen Scheiß und. Glaub doch deinen Scheiß, der nicht wahr ist. Geh doch in die Kirche, geh doch in die Moschee, in die Minarette, in. Weißt du, wer sagt, ich brauche keine Kirche? Nee. Die bösen Onkels. Warum nicht? Naja, wer keine Angst vorm Teufel hat, braucht auch keinen Gott. Ach so. Ja. Die Onkels. Meister der harten Worte. Ja, ja. Poeten, richtige Poeten. Ja, wieso fragst du so? Hast du eine Lieblingsreligion, oder? Eigentlich nicht. Also was machen eigentlich die Juden nach dem Tod? Da kenne ich mich gar nicht so aus. Ist es nicht mit dem immer noch im Buchenwald? Ja, manche sind da noch. Nee, aber ich dachte mir, dass das Christentum und das Judentum ja sehr, sehr nahe sind. Ja, sich irgendwie schon. Vom Inhalt her. Die beide kennen Jesus schon mal? Genau. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die auch an Himmel glauben, keine Ahnung. Aber ich denke schon. Ich gebe mal ein Judenleben nach dem Tod. Juden nach dem Tod. Nee, also ich weiß nicht, ich fand das Christentum immer sehr interessant. Ich hatte auch immer viele Freunde, die Christen waren. Und ich habe ja auch so, wann war das denn, 2014, bei so einem kirchlichen Theaterstück mitgespielt, einem Musical mitgespielt, wo ich der einzige Nichtgläubige war. Und die waren alle sehr aufgeschlossen und sehr nett. Aber ich finde diese Lösung mit, dass man halt dann tot ist und weg ist, finde ich eigentlich sinnvoll. Hallo. Das ist ja keine Lösung. Es gibt neuen Kaffee, nur für uns nicht. So, da glauben, dass nach dem Tod vor Gott alle Menschen gleich sind. Nach ihrer Überzeugung steigt die Seele eines Menschen nach seinem Tod zuerst. Schon echt sehr ähnlich. Aber bei unangenehmen Überbleibsel aus dem Leben befreit, nach jedem Glauben können Freunde und Angehörige dabei helfen, die Seele eines Verstorbenen zu reinigen. Dazu beten sie nach dem Todestag 11 Monate lang, an jedem Tag das Kaddisch und ab und zu auch. Ey, so ein Aufwand, so eine Zeitverschwendung. Also weißt du? Ich muss ehrlich sein, für dich würde ich nicht jeden Tag beten. Nee, für gar keinen würde ich jeden Tag beten. Ja, nee, ist halt, ah, fuck, Alter. Ist nee, wenn ich mir aussuchen durfte, wer recht hat, wäre ich für die, wie heißt die Sekte? Scientology. Scientology, die finde ich ja großartig. Was haben die? Denn ihre Geschichte ist ja echt fantastisch. Du steigst auf zum 5. Dekan, wie heißt das? Was ist Tom Cruise? Der 5. irgendwas, die 5. Stufe? Ja, aber schon diese Entstehungsgeschichte, ja, wie die Erde entstanden ist, so dieses mit den ganzen Aliens und so, ja. Das hat das Hauspark mal schön persifliert, aber auch halt reale Fakten eingeflochten und das finde ich so witzig. Aber was sagen die, was nach dem Tod passiert? Ich glaube, du hast abgeholt irgendwie. Holt mich nicht ab. Ja, aber wenn dann bitte. Irgendwie, hat auch Olli Schulz letztens gesagt, er wird sich sehr ärgern, wenn dann auf einmal irgendwie Tom Cruise und so dann irgendwie auf ein Raumschiff steigen und du darfst nicht mitfliegen, weil die abgeholt worden sind und halt recht hatten mit Scientology. Hm. Das stimmt. Oh Mann. Ja, also ich habe auch übrigens das voll humoristisch vorhin verarbeitet mit diesen 72 Jungfrauen. Ich habe aber mal ein ehemaliger YouTube-Kollege von mir, Love, Losing All Hope Was Freedom, kennst du? Nein. Ach, Tino, du kennst immer nichts, Mann. Andrew Hales heißt der Mann. Der macht jetzt nur noch so Chatting With, der redet halt mit Leuten und der hat mal mit einem Moslem geredet und er hat halt gesagt, das ist eigentlich offiziell diese Zahl 72 gibt es überhaupt nicht. Das ist halt irgendwie so als Meme entstanden vielleicht, keine Ahnung, so als Gag oder weil das irgendjemand mal gesagt hat. Es ist eine unbekannte Summe an Jungfrauen. Hm. Aber das steht schon so. Tolles Angebot. Ja, du sprengst dich in die Luft und weißt nicht, was du bekommst. Ja, das ist alles so ein Quatsch. Das ist hier ein Achtel Jungfrau, hier hast du die Nase. Ja, die hat sich auch schon gesprengt, die Jungfrau. Ich weiß nicht, das wirkt halt echt wie wenn ein Kind eine Religion machen würde. Ja, und dann, wenn du stirbst, dann kriegst du etwas ganz Tolles. Na gut, die kennen sich jetzt mit Jungfrauen so nicht so aus, aber weißt du, dann kriegst du ganz viel Schokolade. Obwohl sie welche sind, ne? Stimmt. Voll der Widerspruch. Ja. Nee, nicht alle. Ich habe auch mit vielen Muslimen darüber gesprochen. Und auch die haben mir gesagt, dass dieses 72 Jungfrauen-Ding gar nicht drinsteht. Und es geht schon um Jungfrauen, beziehungsweise ja, das wird aber nicht vielleicht 72. Auch anders formuliert. Aber und lustig ist ja auch, dass viele Islamisten, die sich in die Luft sprengen, dass sie sich dann so eine Unterhose anziehen aus Stahl, die bombensicher ist, dass sie mit den Genitalien dann aufsteigen können und noch ficken können. Das macht halt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte dein restlicher Körper, also du steckst dann so ein einzelner Penis auf und das bist du dann. Genau, und dann bummst du alle. Das ist so sinnlos. Und ich glaube, wenn du tot bist und selbst wenn es sowas gäbe wie ein Himmel, ein Paradies,
dann gibt es auch keine Sexualität mehr, weil du musst dich ja nicht mehr fortpflanzen und du hast ja, ja dann auch keinen Körper mehr in dem Sinne. Du wirst ja wahrscheinlich als Seele, als Geist aufsteigen. Da geht es um deinen Intellekt. Wenn man es unter dem Aspekt des Hungers betrachtet, ist dann das Lusthaben nicht auch eher eine Art negatives bzw. eine Mangelerscheinung quasi so? Nee, eine Motivation viel eher. Ja, aber also guck mal, wenn du Hunger hast, isst du halt was. Wenn du Hunger auf eine Frau hast, isst du die Frau. So. Ach so. So meine ich es. Also ja, wenn du halt dieses Verlangen nicht, ich glaube, das Verlangen ist ja erstmal, dir fehlt etwas, du möchtest das jetzt. Das gerade. Ist halt, ist so. Halt eine Motivation des Körpers. So, du musst jetzt was essen, sonst kommt dieses Gefühl nicht weg, was du gerade hast. Ja, aber das Gefühl an sich würde man ja jetzt nicht unbedingt als positiv, also nee. Hunger an sich, Appetit ist vielleicht was Positives, aber Hunger genau. erstmal nicht. Nee, Hunger nicht. So. Ja, aber vielleicht ist dieses sexuelle Ding auch eher bei Appetit als bei Hunger. Doch, also ich muss sagen, wenn ich spüre, ich bekomme jetzt Hunger, mein Magen ist langsam leer, das finde ich schon geil. So, dass ich mir denke, ach geil, jetzt kann ich mir eine Pizza holen oder keine Ahnung. Aber wenn du dann auf das Essen warten musst, das ist gar nicht geil. Es ist ja wieder dieses Yin und Yang. Ja. Du musst ja erst mal unten liegen. Gibt's im Himmel nicht. Im Himmel gibt es nur Da gibt es nur Yin. Schon. Oder Yang, keine Ahnung, ja. was besser ist. Was ist eigentlich, wenn man vor der Himmelspforte steht und plötzlich hatten die Moslems recht? Wir haben unser ganzes Leben lang christlich gelebt und auf einmal. Auch eine Hausfrage. Auf einmal steht dann. Wer hat recht am Ende? Wer steht da? Allah steht dann plötzlich da und sagt: Tja, Pech gehabt. Und nicht Petrus. Hättest du mal auf Osama gehört? Da kann man doch nichts dafür, wenn du in so einem Kulturkreis aufwächst. Das ist, ja, das ist eigentlich die absurdeste Sache. Ja, mit tausend Angeboten irgendwie. Du hast ja. Bibel, du hast Koran, du hast Harry Potter, du weißt nicht, woran du glauben sollst. Welches Buch hat jetzt recht? Das ist die absurdeste Scheiße von allem eigentlich. Es kann ja, also wenn es dieses Leben nach dem Tod gibt, kann es ja nur eins sein. Also kann ja nur eine Religion theoretisch recht haben. Oder gar keine. Oder gar keine, klar. Aber es kann sich vielleicht ein bisschen überschneiden in den Lehren, was auch immer. Aber an sich ist schon Quatsch, dass da alle recht haben. Dass oder jeder in seinen ganz so privaten Himmel aufsteigt. Die sind dann über den jeweiligen Ländern, sind so verschiedene Himmels mit verschiedenen Mann im Mund. Nee, ist ganz großer Quatsch. Oder von allen so ein bisschen und der Himmel ist leer, weil alle halt nicht recht hatten. Mhm. Alle haben so ein bisschen so knapp vorbei, knapp vorbei, schade, Hölle. Ich frage mich gerade, ob ich an irgendwas Abergläubisches glaube. Also so ein bisschen Übernatürliches. Ich sag beim so, Film manchmal irgendwie Karma, den Begriff verwende ich schon manchmal, aber stimmt. auch nicht 100% ernsthaft. Es ist einfach nur auffallend, also dass man irgendwie, weißt du, überall ist freier Raum, wir wollen irgendwas machen, Kamera geht an, direkt läuft eine Person ins Bild, Clip kannst du nicht verwenden. Ja, aber so. Karma ist ja auch dann irgendwie mit einem Auslöser, dass du vorher was Schlechtes gemacht hast. Du hast naja, weil das, was ich mache, halt mehr oder weniger Leuten auf den Sack gehen ist oder so, weißt du? Ja. Das, wie gesagt, ich verwende es ja nicht wirklich ernsthaft. Doch, ich weiß, was du meinst. Es gibt auch so Momente, wo ich bedenke, das kann doch jetzt kein Zufall sein, sowas gerade passiert. Ja, das hat. Aber ich glaube, Karma ist auch gar nicht, also den Begriff kann man auch so verstehen, dass es gar nicht übernatürlich ist. Wenn du halt eine Art Ausstrahlung hast von mir ist alles egal, werden halt auch die Dinge um dich herum anders passieren, als wenn du jetzt irgendwie investiert bist in irgendwas Besonderes, was weiß ich. Ja, das gibt's ja auch, dass das passiert nach dem Tod, woran du glaubst, was du denkst, was passieren wird. Ja. Dass dann für dich quasi was geschaffen wird oder keine Ahnung, dass es dann wirklich so ein Paralleluniversum gibt, so Parallelhimmel, da sind die Moslems, da sind die Christen und wir Atheisten, Agnostiker, wir sind dann einfach tot. Mist. Wir suchen uns was das ja auch nicht schlimm aus. Ist. Na, dann suche ich mir aus, dass im Himmel meine 10 Lieblingsspiele stehen. Nee, eigentlich für die Ewigkeit. Alle Spiele, ja. Na, wenn er was wäre denn Himmel für mich, Alter? Eben, das kannst du nicht definieren. Du willst ja auch nicht jeden Tag das Gleiche und immer nur gute Sachen. Wenn man auf Schalter, also der Himmel wäre für mich eigentlich auf der Erde bleiben. Nee, weiß ich nicht. Es ist echt schwer. Das ist krass. Wenn man sich das mal überlegt, wenn man sich sein absolutes utopisches Idealszenario ausdenken kann, was ist das? Theoretisch würde ich in diesem Feld hier bleiben. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, einfach alles bleibt so, wie es gerade ist, keiner altert. So. Krebs gibt es nicht in so einem Scheiß. Und die Leute kommen mal klar, es gibt keinen Krieg auf der Welt. So. Das würde ich alles nicht haben wollen. Klimakrise und den ganzen Scheiß weg. So, aber dann ist das immer noch ein Zustand, den ich jetzt nicht für immer haben will. Ah ja. So, dann habe ich mir überlegt, wenn du dich auf Knopfdruck einfach schlafen legen kannst, so jahrelang. Aber das ist ja dann auch wieder Quatsch, weil es verändert sich ja vielleicht nicht so viel in der Zeit. Also das ist alles ein bisschen seltsam. Aber das ist mal eine spannende Frage, um die an die Zuschauer weiterzugeben. Wie würde euer ideales Paradies aussehen?
Wenn ihr euch aussuchen könntet, wie würde euer Paradies nach dem Tod aussehen? Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns auch einen Brief an Radio Lotte und dann können wir den mal vorlesen, euren Brief, woran ihr so glaubt. Und ich finde auch, dass es auch den Reiz ausmacht, dass man die Wahl nicht hat, dass man stirbt und du es nicht aussuchen kannst. Ja. Deswegen habe ich auch so großen Respekt vor Leuten, die irgendwie sich selbst umbringen. Ja, also ich meine jetzt nicht die Suizidalen, ich meine jetzt eher die, die jetzt krank und alt sind und sich einfach was spritzen lassen oder eine Flüssigkeit trinken, um zu sterben. Weil selbst wenn du ganz schlimm krank bist und nur Schmerzen hast, jetzt diesen Schritt zu machen, jetzt will ich abtreten, das muss trotzdem sehr, sehr schwer sein. Hm. Weil so ein Fünkchen Hoffnung hast du ja. Und du kannst ja auch doch noch ein paar Tage erleben, die schön sind. Und jeder Tag ist es doch eigentlich fast wert, gelebt zu werden. Dafür ist dieses Altsein wahrscheinlich da, damit du irgendwann sagst, okay, langsam reicht's. Genau. Das ist dann ein bisschen unangenehm. Hier zieht's, da tut's weh, ich kriege keinen mehr hoch und ich kann nicht mehr arbeiten und so. Jetzt sterbe ich halt. Jetzt bin ich zufrieden. Das gibt's ja auch. Ich habe auch schon alte Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ich habe genug gelebt. Ich muss nicht mehr ins Fernsehen, ich muss nicht mehr das machen. Ich habe mein Leben gelebt. Ja, Altern ist schon ein bisschen unsexy. Optisch, ja. Aber auch vom dem, was passiert im Körper. Ich finde es ganz gut, dass ich bis jetzt überhaupt nichts merke. So. Ich fühle mich, ich stehe voll im Leben. Also mal abgesehen von, ich kann nicht riechen und meine Allergien und so eine Scheiße. Mhm. Aber jetzt rein körperlich ist alles ganz schön. Aber wenn ich habe so das Gefühl, zwischen 60 und 70 passiert am meisten. Ich habe so wirklich das Gefühl, dass Leute alt laufen. Mhm. Das passiert ab 60. So von 60 bis 70 passiert so eine Wandlung. Also ich finde so 50- bis 60-Jährige, die sind alle noch fit, die laufen auch noch wie normale Menschen. Mhm. Aber dieses, dass du ansiehst, okay, der läuft aber, als würde ihm irgendwie alles wehtun. So. Weil wir ja nicht gemacht sind dafür, so alt zu werden. Ja, Verschleiß. Weswegen wir auch graue Haare kriegen, weil der Körper gar nicht so viel Farbe produziert irgendwie für die Haare. Das ist kein Scherz. Okay, schön. Und die fallen ja auch aus dann im Alter, weil dann ist das einfach nicht mehr funktioniert und sich der Körper noch nicht angepasst hat. Na, diesen Schritt habe ich ja direkt übersprungen. Ich bin ja meiner Zeit voraus. Ja, du bist ja jetzt schon ein Skinhead quasi. Ja, nee, ich meine, weißt du, die Haare fallen ja eh irgendwann aus, da kann ich auch jetzt schon machen. So, spare ich mir den Schritt. Würde ich auch tun, und heule aber... Und ich nicht hinterher dann. Ich würde es auch machen, aber ich habe halt so unreine Haut auf dem Kopf, deswegen ist das nicht weil tue. Du Haare hast. Glaube ich nicht. Hast du mal mit Waschen versucht? Mit was? Waschen. Ich kenne nur Naschen. Wasser nehmen? Ja. Auftragen. Ach, Wasser ist eine Abkürzung bestimmt. War. Ja. Und dann, was ist Wasser? Schütten. Schütten. Wasser schütten. Podcast. Wir sind auf der Höhe des Erfolgs gerade. Ja. Also Leben nach dem Tod sind wir uns relativ einig. Wir sind uns nicht einig, was Geister angeht, nur so halb. Ja, manchmal. Jetzt gerade, wie gesagt, wenn ich jetzt hier stehe am Tag, dann denke ich mir, ach ja, toll, so, es gibt keine Geister. Wenn ich aber dann zu Hause bin nachts und ich einen Horrorfilm gesehen habe oder ich wieder Sachen gelesen habe, die gruselig sind, dann mummel ich mich ganz gerne in die Bettdecke ein und hoffe, dass mich kein Geist irgendwie wegzieht. Also ich kann euch empfehlen mehrere Dinge. Ein bisschen Achtsamkeit. Wenn ihr Dinge bewusst tut, dann ist das immer ganz schön. Das, was du nämlich gerade gesagt hast, hat mich daran erinnert. Ich finde das manchmal so richtig geil, wenn man sich ins Bett legt und es einfach geil ist, dass man gerade im Bett liegt. So, weißt du? Wenn du dir einfach bewusst machst, ist es gerade übelst geil, dass du hier im auf so einem Winter weichen vor allem. Liegst, kennst du das im Winter, wenn es kalt ist sonst und du dich Das ist halt immer die Sache, die so ein bisschen schade ist. Wenn es halt übelst kalt ist, willst du unbedingt zu dir nach Hause zum Beispiel, weil es da schön warm ist, so, dann bist du da, dann ist es übelst geil. Aber nach fünf Minuten ist es halt wieder vergessen. Mhm. Und wenn man sich das aber dann weiterhin bewusst macht, wie geil das eigentlich gerade ist, ich glaube, dann ist es ein bisschen glücklicher. Ja, sich so mit einem Tee ins Bett legen und noch Netflix gucken und so, das ist schon nice. Badewanne, ich liebe Badewanne, so im Winter. Muah. Im Sommer ja gar nicht, machst du ja schon sehr auch, regelmäßig, aber ich bade vor allem fast nur im Winter. Badewanne ist auch für mich einfach Wärmetherapie, wenn Gelenkschmerzen oder Knochen oder so, weißt du, die Muskelkater. Also spürst du es ja doch schon. Ja, aber vom Skateboardfahren, nicht vom Altsein, meine ich, wenn ich halt hart Sport gemacht habe. Mhm. Und dann legst du dich abends in die Badewanne, bist du am nächsten Tag wie neu geboren. Mhm. Übel geil. Und wenn ich das nicht mache, merke ich einen deutlichen Unterschied. Mhm. Dann kann ich am nächsten Tag nicht gleich weiterballern. Deswegen war auch Anfang des Jahres Barcelona so hart, da hatte ich keine Badewanne. Bin 7 Tage durchgefahren, es waren 5, glaube ich. 6? Ich weiß, es war auf jeden Fall hart. So. Kennst du Duschen? Ja, geht ja auch, aber da kannst du halt nicht so
da stehst du ja drin, es ist nicht entspannt. Ja. Du kannst dich nicht hinlegen und die sanften Wellen umschmeicheln deine Muskeln. Auch duschen kann entspannt sein, wenn du merkst, ja, du bist, hast voll geschwitzt letzte Nacht, so, warum auch immer. Da würde ich eher im Sitzen duschen tatsächlich. So. Das machen ja Leute, ich finde das so barbarisch. Sich mit dem Stuhl dahin zu setzen und sich so... Nee, ohne Stuhl, einfach auf dem Boden. Das ist so dieses typische Emo, ich schlitze mir die Pulsader auf so. Ding, aber... Das habe ich mal gemacht, wo ich so 14 war, glaube ich. Da war ich richtig faul, aber das ist barbarisch. Doch, nee, wir hatten auch so, meine Oma hatte, glaube ich, so ein Holz... So ein, nicht ein Hocker war das eher, kein richtiger Stuhl. Das fand ich ja so... Schimmel doch. Das fand ich ja so, wie kann man sowas machen, ey. Und wenn du irgendwie Kopfschmerzen hast... So morgens und dann so deinen Kopf abbraust, das ist großartig. Auch ja. Das kann sehr entspannt sein. Ja, mir ist auch neulich bewusst geworden, ab welchem Punkt du ein luxuriöses Leben lebst. Und das ist, Achtung. Wenn du glücklich bist. Nein, wenn die Badewanne in der Mitte des Raumes steht. Ist mir aufgefallen. Das ist der Punkt, ab dem hast du ein richtig luxuriöses Leben. Dann, weil das haben wirklich nur die. So Prinz Markus von Anhalt hat sowas. Ja. Julian Bam bestimmt auch. Es gibt auch einige Suiten in New York und so, wo das so ist, aber das ist es. Also ich finde es auch irgendwie geil, aber ich brauche es jetzt nicht unbedingt. Nee, wo die jetzt steht, ist auch egal. Aber weißt du, was ich meine? So ein kleines Podest in der Mitte vom Zimmer, richtig schöner Ausblick im Hintergrund und so. Das ist Wohlstand. Aber zum Glück brauche ich das nicht. Wo ich jetzt aber gerade nochmal bei Leben und luxuriösem Leben und so bin, kann ich nochmal die Verhärtung empfehlen, die Empfehlung verhärten von Mono für alle. Ich weiß gar nicht, ob die heutzutage noch Musik machen, ist auch schon relativ alt. Spiele ich ja gleich ein beim Outro. Die haben noch einen anderen Song, die haben eigentlich viele Songs, die ich sehr gut finde. Einen kennt jeder, Amoklauf. Amoklauf, kennt ja, jeder. Klassiker. Kennt jeder, absoluter Klassiker. Die machen das sehr oft, ich find das sehr geil, die berichten irgendwie so wertungsfrei über sowas. Selbst dieses über Amokläufe ist es sehr so, ich kann beide Seiten verstehen. Ja. Zum einen die Kinder, die nicht sterben wollen, aber auch der Amokläufer, ja, der hat ja auch eine Motivation. Das ist auch der Punkt. Geht's ja schlecht. Die schaffen es, die Lieder so zu formulieren, dass du halt schon merkst, wie es gemeint ist, aber auf den ersten Blick, okay, findet er jetzt Amoklauf wirklich geil? So, dann sind dann halt so kleine Zeilen drin wie, ich habe doch selber mal Psychologie studiert. So, solche kleinen Zeilen sind dabei, wo du merkst, okay, Der Typ weiß, was er macht, so, und der findet Amokläufer jetzt nicht so geil. Ja? Und die schaffen das bei sehr vielen Songs, das so darzustellen, dass du nicht genau weißt, also man weiß es halt schon, weil ich bin klug, aber man weiß jetzt erstmal nicht, okay, ist das jetzt ernst gemeint? So. Und da haben sie zum Beispiel noch ein Lied, das heißt Langweiliges Leben. So. Und wenn du diesen Titel nicht hören würdest oder nicht wüsstest, wie das Lied heißt, würdest du denken, okay, was ist denn das jetzt für ein Lied? Das ist irgendwie gerade so, er beschreibt nämlich so den typischen Traum von einem Leben. So, ich werde groß, ich heirate, ich habe ein Haus, ich habe Kinder, die gehen zur Schule, ich gehe ins Altenheim, alles ist schön, ich sterbe. Meine Kinder haben es mal gut. Ja. So beschreibt er das. Ein schönes, mittelständisches Leben, sag ich mal. So, und es ist halt so fucking gut, es ist halt wirklich einfach fucking langweiliges Leben. Wenn man es sich so überlegt. Wie heißen die nochmal? Mono für alle. Mono für alle. Haben sie es so genannt, weil bei den ersten Konzerten ist irgendwie so ein Lautsprecher ausgefallen. Und da haben die nur auf einer Seite Mono Verstärkung für alle. Gehabt. Und haben sich gedacht, okay, gibt's Mono für alle. Was hältst du eigentlich von, es fällt mir gerade noch ein, von Nahtoderfahrungen? Nahtod? Von Leuten. Nahtoderfahrungen. Wer dein nicht liebt, soll Freital verlassen. Ja, hatte ich schon. Eine NATO-Erfahrung, da war ich mal beim Präsidenten geladen und hat gesagt, hier, raus aus der NATO. Ihr weißt schon. Ich hatte wirklich schon, also nicht so wie du es meinst wahrscheinlich, mit so irgendwie, dass man bewusstlos ist und irgendwie einen Tunnel sieht oder so. Und die Oma dann kommt und so einem die Hand gibt. Das hatte eben jene 18-Jährige, die ich vorhin mal angesprochen hatte. Ich formuliere es so, dass Herodes sich freut, über der ist ein Tippi zusammengefallen. Und dann war sie eine halbe Stunde bewusstlos und hat gedacht, sie stirbt gerade wirklich. Lag irgendwie auch so, dass Scheinwerfer von einem Auto ihr ins Gesicht gescheint haben. Und dadurch hat sie halt wirklich irgendwie gedacht, dieses Tunnelding passiert da gerade. So im Halbbewusstsein, keine Ahnung. War halt dann heftige Gehirnerschütterung und so. Wie dem auch sei, ich hatte so andere Events, zum Beispiel mit dem Skateboard. Deswegen mache ich sowas heutzutage gar nicht mehr, weil das war mir einfach ein bisschen zu... Also man sagt ja immer High Risk, High Reward. Aber das war halt High Risk, Low Reward. So. Da bin ich, man kennt die Straße vielleicht, beim Bienenmuseum.
Oberweimar, kennst du das? Ja, klar. So, da kommt dann eine Brücke. Nee, warte, in die andere Richtung. Das Bienenmuseum ist da und da geht es dann um die Ecke bei der Sparkasse so einen Weg hoch, rechts. Links. Nee. So ein relativ steiler. Es geht die geradeaus zur Rewe hinter, Richtung Taubach, nicht da. Ach so, ja. Sondern da links abbiegen, wo es dann zu den Wohnblöcken Bodeschwingstraße hochgeht. So, und diese Straße bin ich mit dem Skateboard runtergepfiffen. Richtig geil. Oh, die ist ja sehr die steil. Die ist sehr, ne? sehr ja, steil. Und ich hatte vor mir ein Auto und ich kam nicht vorbei. Und das Auto ist auch nicht langsamer geworden. Und gerade in dem Moment unten bei der letzten Kurve bin ich schneller geworden als das Auto, dass ich quasi auf einer Höhe mit dem Auto war. Und genau in dem Moment kam auch von unten ein. Und die waren so dicht beieinander, dass ich die Hände hochnehmen musste, um da durchzupassen. Ja. Und ich war so fucking schnell. Ich bin da gerade so durch. Hätte ich da irgendwas berührt, ich wäre wahrscheinlich Mus gewesen. Wahrscheinlich nicht tot, aber so, dass ich nicht mehr glücklich sein werde. So richtig auseinandergeborstelt. So, und das war halt echt so ein Moment, wo ich dachte, holy shit, jetzt hatte ich aber echt einen fucking Schutzengel. Das waren noch zwei Leute hinter mir, die das gesehen haben, so, die haben auch gedacht, alter Schwede, es ist vorbei. Ja. Du kannst ja nichts machen. Ich war auch so schnell, dass du kannst mit einem Skateboard an einem bestimmten Punkt nicht mehr so gut bremsen. Es gibt so einen Punkt, wo du dann noch abspringen kannst und dann rennst du halt. Aber mit dem Auto neben mir und eins von unten, da war das auch keine Möglichkeit mehr. Und du rennst dann auch schneller, als du normalerweise rennen könntest. Ja. Richtig fucked up so. Und das war auf jeden Fall ein Moment, wo ich dachte, ja, das war es jetzt vielleicht gerade nicht wert. Was hast du denn da gesehen vor deinem Auge? Hast du irgendwie dein Leben gesehen? Hast du deine Oma gesehen? Ich habe mich tatsächlich eher im Krankenhaus gesehen. Ich habe da jetzt nicht so an Sterben gedacht. Sehr optimistisch. Ja, ich dachte, fuck, Alter, war das dumm. Oh, ein Glück. Es war echt super creepy. Hatte ich auch noch ein, zwei andere Mal. Ich meine auch mal dieses typische Ding, was man ja niemals machen soll, in Eis einbrechen. Habe ich natürlich gemacht. So, ja. Im tiefsten Winter habe ich im Eis so einen Kreis rausgekloppt. Richtig dummer Junge, 10 Jahre oder so gewesen. Ne? So ein Kreis rausgeklopft und dann war ich sauer, weil dieser Kreis sich nicht gelöst hat und bin auf den Kreis draufgesprungen. Ja, klug. Ja, so. Klitschnass in Eriksdorf gewesen. Ich musste ungefähr 1 Kilometer heimlaufen. Ja. Es war richtig fucking kalt. Warst du alleine? Nee, wir waren zu zweit zum Glück, aber ja, das war echt hart. Darwin, ne? Ja, schon so ein bisschen. Ja, aber also ich glaube, das hat schon viel mit mir gemacht. Ich mache ja auch bis heute noch Sachen, die wo viele Leute sagen würden, das ist ja völlig dumm. Aber ich habe das Gefühl, dass ich immer schon weiß, was ich tue. Das sind ja auch Erfahrungswerte. Und damals wusste ich halt nicht, was ich tue. Also da waren schon Sachen dabei. Ne? Selbst wenn ich mich auf dem Autodach lege, sage ich, okay, ich habe jetzt hier das eine oder andere, weißt du, ich habe mich mit dem Strick zumindest da festgebunden und so. So am Hals? Nee, schon an der Hüfte. Also es wäre wahrscheinlich auch nicht viel besser gewesen, als runterzufahren. Aber wenigstens habe ich es gemacht. So, der Wille zählt. Genau, gerade bei der Sicherheit so. Der Wille zählt. Ja. Ich wollte auch ein Kondom kaufen, Schatz. Ach komm, der Wille zählt. Wir kriegen kein Kind. Ja, nee. Ja, wie ist bei dir mit NATO-Erfahrung? NATO? Also ich habe selber mal jemanden gerettet. Also der ist... Oh ja, da wolltest du nur drauf hinaus. Ich bin Tino, ich habe jemanden gerettet. Jetzt fällt mir gerade ein, zum Thema Freunde sterben sehen. So, der ist halt vor mir gelaufen, von der Schule halt. Und wir haben uns unterhalten und er geht über die Straße und ich sehe irgendwie, dass halt ein Auto von links kommt. Ich habe ihn dann so festgehalten am Ranzen, sonst wäre er umgefahren worden. Geil. Dann hat auch der Typ noch gehupt. Aber auch ich wurde schon von der Straßenbahn in Erfurt fast umgefahren, zweimal, wo ich dann hochgezogen worden bin. Einmal von meiner damaligen Freundin und einmal von einer fremden Frau, die mich hochgezogen hat. Also immer Frauen, die mich gerettet haben. Hast du ein Glück. Und das war dann erst am Anfang so, ach, einfach weiter geht's so, aber dann abends zu Hause, oh fuck, ich bin halt fast umgefahren worden. Und man liest ja auch ständig irgendwie in den Nachrichten, dass in Erfurt Menschen angefahren worden sind oder totgefahren worden sind. Das liegt aber an den Hooligans. In Erfurt sind die ganzen asozialen Hooligans. Also die werden umgefahren? Die fahren mit Absicht immer Leute an, meine ich. Ach so, die Straßenbahnfahrer? Bestimmt. So die autonomen Straßenbahnfahrer. Ich wollte einfach nur nochmal Erfurt bashen, weil ich finde Erfurt nicht schön. Auch wenn auch wenn, das, auch wenn, wenn das Höcke, sagt. Ja, ja, genau. Ich finde Erfurt gar nicht so schön. Naja, es ist okay. Ich finde Erfurt ist ein sehr großes Weimar, ohne den Bonus zu haben, dass es meine Heimatstadt ist. Ich vergleiche Erfurt nicht mit Weimar. Doch. Weimar ist viel besser, aber Erfurt ist... Weimar ist auch besser erstmal, aber... Ich sehe es ja immer aus einer anderen Perspektive. Ich sehe es zum Beispiel aus einer Skater-Perspektive, dass hier überall Kopfsteinpflaster ist und so eine Scheiße. Und dann sehe ich halt in Jena, das sieht alles ein bisschen moderner aus. Und das ist mir dann lieber als, hier muss Kopfsteinpflaster hin, damit die Kutschen schön klingen, wenn die Pferde da so mit ihren Hufen lang klackern. Alter, das ist für mich einfach nur Abfall.
Ja, ich sehe es ja so aus einer Kulturperspektive, dass da irgendwie Erfurt auch eine schöne Szene hat, aber ha! Keine Ahnung. Gay! Eine Gay-Szene weiß ich gar nicht, aber so die Kulturszene in Weimar ist schon cooler, die ist elitärer. Oder auch das Theater in Weimar ist viel. Hallo Leute, kommt doch rein. Komm rein. Na, willst du auch was sagen? Du bist erst der Zehnte heute. Leben nach dem Tod, deine Meinung, ganz kurz. Rated. 5 von 7. Nee, was denkst du, was passiert nach dem Tod? Ich denke, man ist tot. Ah, das ist eine valide Meinung. Ich denke, es gibt nichts danach. Ich glaube, sind wir uns heute alle sehr einig. Das ist die Lotte-Meinung. Wir hätten uns vielleicht noch jemanden einladen sollen, der eine völlig andere Meinung hat. Ein Moslem vielleicht, oder? No. Eine Jüdin. Ist schwer zu finden in Weimar, aber gibt's auch. Tino, musst du jetzt wieder hier so geschmacklos sein? Ja, jetzt zum Ende, ja. Finde ich schon. Ich bin eh... Ja, es ist ein Meme geworden, aber ich bin halt müde. Ich musste heute schon ganz früh aufstehen. Ich bin halt müde, da müssen halt die Juden wieder herhalten, ja, für meine schlechten Witze. Ich bin halt müde, weil ich schon so früh aufstehen musste und nicht schlafen konnte, weil ich auch spät zu Hause war. Schlaftablette Rotwein. Ist ein gutes Album, muss ich sagen, von Alligator. Hilft dir auch beim Einschlafen. Ich krieg keinen Rotwein. Rotwein ist auch Alkohol. Dann halt nur Schlaftabletten. Nee, bin ich dagegen. Tino, also haben wir jetzt irgendwie die Fragen der Menschheit gelöst oder was? Wir halten Leben nach fest, dem Tod. Nehmt euch nicht so ernst, dann habt ihr nicht so viel Sorgen. Nehmt euch nicht so viel ernst, da habt ihr nicht so viel Angst. Ihr sterbt halt alle irgendwann, kommt damit klar, mehr oder weniger. Schaut mehr in den Himmel, wenn nachts die Sterne scheinen, dann kommt ihr euch kleiner vor. Genau. Auch euer Mono für alle. Mono für alle hören, genau. Und macht einfach das Beste aus dem Leben. Ich habe immer die Parabel so ein bisschen genommen von einem Jahrmarkt. So, wenn du hast irgendwie, bist du auf dem Klassenausflug so, ja, und ihr seid auf dem Jahrmarkt. Auf einem Jahrmarkt würde man ja irgendwie die Zeit möglichst effektiv nutzen wollen und möglichst viel geiles Scheiß machen. So. Richtig. Da würde man zum Beispiel nicht früher gehen, indem man sich umbringt, ja. Mhm. Sondern würde sagen, okay, dann fahre ich halt die Achterbahn nochmal. Ich bin ja nur einmal durch. Hier. So. Zieht's durch, wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja auch mal alles austesten an Fahrgeschäften. So. Das ist für mich immer so eine ganz nette Parabel, die irgendwie vielleicht so ein bisschen das alles ein bisschen ins positive Licht rückt. Weißt du? Das Leben ist nur Zeit totschlagen, bis man selber totgeschlagen wird. Das Leben ist nur Zeit totschlagen oder Ausländer. Auch das. Ja. Oder beides. Vertragt euch, Leute, seid nett zueinander, das kann man sagen. Man kann auf diesem Jahrmarkt auch zusammen mit dunkelhäutigen Leuten Karussell fahren. Ihr werdet es kaum glauben. Oder die nach Mekka beten oder die... Es gibt ja auch eine Hochrechnung, dass in, ich glaube, 1000 oder 10.000 Jahren, also mehr als 10.000 waren es auf keinen Fall, ich glaube, es waren 10.000. Spätestens dann wird man auf der Welt überhaupt nicht mehr sagen können, okay, du bist jetzt hier eigentlich... Italiener und so, das ist dann so vermischt. Das mischt sich alles. Also es ist nur eine Frage der Zeit, deswegen auch da wieder für mich so ein Punkt. Beschwert euch doch nicht, dass irgendwie jetzt die Ausländer herkommen. Früher oder später ist das eh nicht mehr so klar, so dass man sagt, okay, hier wohnen die Japaner, da wohnen die. Oder also vielleicht schon rein vom Geburtsort her, klar, aber rassisch, ja. Da sind dann hier halt gleich viele Schwarze wie Moslems, wie Weiße, wie Asiaten, was auch immer. Und deswegen ist es doch völlig egal, ob das jetzt passiert in 100 Jahren oder in 1000. Es ist völlig Rille. Also sind die Rassisten eigentlich die Bunten, die eine bunte Welt haben wollen? Wieso? Die wollen doch dem entgegenwirken, dass alle Menschen gleich aussehen. Ach so. Ja, wir sehen ja nicht gleich aus. Es ist nur einfach überall gleich verteilt. Darum geht's ja. Nee, aber wir einigen uns nicht dann auf die Hautfarbe grau? Nee, nicht einigen, aber es gibt doch dominante Hautfarben und Augenfarben und Haarfarben, die sich durchsetzen werden langfristig. Alle Menschen, also ich glaube, dass sich dunkle Haut durchsetzt und auch braune Augen und dunkle Haare oder dass die Blonden und Grünäugigen und Blauäugigen aussterben werden. Ja, wenn die Sonne immer mehr birnt, dann werden es die Rothaarigen auf jeden Fall schwer haben. Die auch, die sommersprossigen, blassen Rothaarigen. Ja, aber ich meine, obwohl ich die eigentlich ganz nett finde. Ja, es gibt, man sagt immer, es gibt hässliche und schöne Rothaarige. Dazwischen gibt es. Das kann man, glaube ich, zu allen sagen, oder? Nee, es gibt nicht? Auch so mittelmäßige. So wie uns beide zum Beispiel. Wir sind mittelmäßig, glaube ich. Ich bin kein Mittelmaß, also bitte. Tino. Ich bitte dich. Nee, ich meine jetzt zum Thema Rassismus, dass ja eigentlich konsequenterweise, wenn alle Menschen sich vermischen,
dass wir alle uns annähern optisch. Ja. Dass das ja eh irgendwann obsolet ist. Hautfarbe weiß, schwarz, blau. Und dass die Rassisten, dass die dem entgegensteuern wollen. Und die sind ja dann die Bunten. Okay. Die wollen, dass die Welt bunt bleibt und dass auch die Kulturen bunt bleiben und sich eben nicht vermischen. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Du hast recht, ja. Danke. Ich gebe dem recht. Ja, ich fände es schade, wenn die Rothaarigen aussterben, ist das ja. Wort, was ich suche. Ich habe auch echt festgestellt, ich habe so einen kleinen Pipi-Langstrumpf-Fetisch. Echt? Man sagt ja auch irgendwie, meine Schwester hat mir das immer gesagt. Meine Schwester sagt viel, wenn der Tag lang ist, aber ich glaube, das stimmt schon, dass du irgendwie so eine früh sexual definierende Phase irgendwie hast. Mhm. Keine Ahnung. Du kennst dich ja vielleicht auch ein bisschen aus, dass du in deiner Kindheit so eine Phase hast, wo irgendwie dein Sexualverhalten so ein bisschen geprägt wird. Ja, ja, ja. Also ich stehe jetzt nicht nur auf Rothaarige, aber fucking Pippi Langstrumpf, ja. Man sagt ja auch, dass die fand ich gut. Die fand ich jetzt nicht sexuell gut in meiner Kindheit, nicht, dass ich wüsste. Mhm. Aber wenn ich jetzt heute Leute mit Zöpfen sehe, finde ich das grundsätzlich erstmal schön. Mhm. So, genauso, gut, das findet wahrscheinlich jeder schön, irgendwie so lange Strümpfe, beziehungsweise irgendwie hier Strumpfhosen so oder Kniestrümpfe, sowas ja, halt, ne? Sehe ich auch. Sommersprossen zum Beispiel finde ich auch niedlich. Und auch wenn Frauen ein bisschen also, Stärke zeigen und auch selbstständig sind. Nee? Nee. Aber wenn sie Schlabberklamotten lange anhaben, hat ja Pippi Langstrumpf auch. So? Ja, ja. Oder auch so Stiefel, finde ich auch schön. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass das das Einzige ist, was ich gut finde, aber ich merke schon so Attribute, die eine fucking Pippi Langstrumpf hat, die finde ich heute noch gut. Es prägt ja auch, ob man zum Beispiel als Kind mit der Mutter baden geht oder mit dem Vater baden geht. Ich habe jetzt aus Gag dieses mit eine starke Frau und so. Und das, ich weiß gar nicht, ob Pippi Langstrumpf jetzt, die ist halt physisch stark. Die ist kräftig, ja. Ja, aber klar, die hat auch ihren eigenen Kopf und Selbstvertrauen und so alles, aber das Hauptding, und das habe ich definitiv, die ist halt einfach so eine ganz, nicht ganz gesellschaftskonforme, sage ich mal. Mhm. Weißt du, so ein bisschen special. Es ist halt nicht eine von denen, oh ja, ich bin was ganz Besonderes, im Grunde ist sie wie jeder andere, sondern eine, die wirklich vielleicht auch einen leichten Schaden hat. Ja, sehr individuell, sehr punkig. Man kann sagen, psychisch kranke Frauen, die sind mein Ding. Ja. Nee, aber weißt du, was ich doch, meine? Doch, so ein bisschen, doch, wenn ich eine so halt wirklich Verrückte, nicht Leute, die sagen, ich bin verrückt. Leute, die sagen, ich bin verrückt, das sind, die sind langweilig, ja, ich weiß. Wenn ich meinen Eltern sage, ich habe eine neue Freundin, so die ich euch vorstellen will, oder keine Ahnung, dann kommt immer die erste Frage, was hat sie denn? Schön. Weil sämtliche meiner Ex-Freundinnen psychisch krank waren. Was ich aber nicht wusste aber heutzutage vorher. Heutzutage ist das ja eh jeder. Ne? Ja, aber dennoch ist es auffällig gewesen. Mein Bruder hat ja auch Freundinnen gehabt und die waren halt nie irgendwie in der Richtung irgendwie krank. Oder. Ich würde es als durch bezeichnen. Das, was ich unter dem Begriff, oh, die ist durch. Die ist durch. Ja, die ist richtig durch. Mhm. So. Aber das ist halt für mich nichts Negatives. So, ist es, ist es auch nicht. Es ist interessant und ja, klar kann es auch schwer sein, aber man sucht es ja auch nicht aus. Man lernt ja erstmal Menschen kennen und dann kommt man ja erst auf den Gedanken, so, ob man, weiß nicht, dass man krank ist, keine Ahnung. No. Man sagt nicht beim ersten Date, hallo, ich habe Depressionen. Ja, aber... Ach, also eher selten. So Leute... Aber man zieht es so ein bisschen an irgendwie. Es gibt so Menschen, die ziehen das an. Es ist schon schön. Aber wir haben ja jetzt auch schon weit überzogen. Jetzt lasst uns nicht mehr über unsere sexuellen Präferenzen reden. Hören wir uns jetzt ein bisschen Mono für alle an. Ich hoffe, das war schön für euch. Ja. Und ich denke, der Song, der jetzt eingespielt wird, leise im Hintergrund, der kann euch einen schönen Weg aus diesem Podcast geben. Klingt gut. Ja, klingt wirklich gut. Auf Wiedersehen, liebe Leute. Ich hoffe, Benny fand das okay, was wir hier abgespielt haben. Ich gebe der Woche eine 8. Ich auch. Ich gebe eine 11 von 10, weil wir haben Geld daran verdient. Danke, Benny. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Irgendwann